Dieses Schränkchen hier, das wird jetzt von mir umgestaltet. Und zwar mit Tapete und mit Kreidefarbe. Und bevor ich aber irgendetwas streiche, müssen diese Glasschiebetüren hier erstmal raus. Und das mache ich jetzt. Einfach in die Mitte schieben und nach oben aushebeln. Das klappt bei den meisten Möbeln dieser Art. Hi! Und wenn ich ein Möbel streiche, dann nehme ich die Knäufe und die Türen immer ab. Ihr könnt dann einfach sauberer arbeiten. Nach zwei Anstrichen bin ich auch schon fertig und die Farbe kann versiegelt werden mit klarem Wachs. Um die Tapete zu befestigen, nutze ich bei kleineren Flächen wie dieser hier ganz gerne Decoupagekleber.